ein Thema aus der Wärmelehre. Ganz kurz, wir wollen sogenannte reversible und irreversible Prozesse betrachten. Wir gehen aus von einem Experiment. Wir lassen zwei verschiedene Kugeln aus der gleichen Höhe fallen. Die eine Kugel ist völlig elastisch, die andere Kugel besteht aus Knetmasse. Nun haben wir einen unseren Schüler aus dem Leistungskurs Physik und er wird diesen trivialen Versuch mal durchführen. Bitte sehr, Niklas. Okay, hier haben wir beide Kugeln. Ich lasse die jetzt beide gleichzeitig fallen. Ja, wir können das durch nochmal probieren. Machen wir es nochmal. Sehr schön. Jeder weiß eigentlich schon, was hier passiert. Es ist ganz klar. Das heißt also, während die elastische Kugel wieder ihren Ausgangszustand erreicht, bleibt die andere Kugel, die aus Knete war, am Boden liegen, haben wir gesehen. Ja, alles klar. Wir haben das nochmal an der Skizze gezeigt, aber der Niklas hat das ganz gut gemacht. Vorgänge, die von einem Ausgangszustand aus völlig allein wieder zu diesem zurückkehren, die bezeichnet man eben als reversible Vorgänge. Und Vorgänge, die von einem Ausgangszustand aus unbeeinflusst in einer bestimmten Richtung ablaufen und bei denen von allein der Ausgangszustand nicht wieder erreicht wird, die nennt man halt irreversible Vorgänge oder wir sprechen auch von nicht umkehrbaren Vorgängen. Diese beiden Begriffe, eigentlich ist es trivial, aber man soll es ruhig mal gehört haben. Sophia, ne? Okay, gut, bis hierher.